Ja, hallo und herzlich willkommen zu AppTest. Heute und exklusiv ein App-Special mit 4 kostenlose Apps. Ja, normalerweise kommt nur ein App-Review raus pro Tag bei mir, aber heute gebe ich mal ein App-Special-Review raus mit 4 kostenlose Apps, die man sich vielleicht mal ziehen könnte. Da wäre App Nummer 1, das wäre Movie Costume. Wir haben ja demnächst, Halloween und da kann man dann lustige kleine Bilder machen. Ich gehe mal Take a Photo Album und habe da mal schon ein Foto runtergeladen, das ich mal so ein bisschen bearbeiten möchte. Das wäre diese gute Frau hier. Jetzt kann man sich hier oben Kostüme aussuchen und die an der Frau anheften. Genauso kann man ihr eine Brille aufsetzen, Manga-Augen geben oder hier haben wir dann noch Tattoos und Skins, also so Halb-Terminator-Gesicht oder so. Dann kann man hier Haare, falsche Bärte und Ketten. Dann hat man hier Masken und falsche Zähne. Ich nehme mal jetzt diese Maske. Jetzt hat man sehr gut gesehen, dass die Maske da unten ist. Und hier kann man sich so alles auswählen. Nämlich das Terminator-Gesicht. Und ja, das war's. Das reicht erstmal. Also, dann geht man hier oben auf OK. Und man sieht schön. Und man sieht jetzt schön, hier oben ist zum Beispiel die Maske. Jetzt klicke ich auf die Maske. Und man kann hier unten... Hier kann man auf diese Lupe klicken und dann kann man diese Hilfen ausschalten. Also für die Hilfe ist, wenn man hier und hier hält und auseinanderzieht, dann kann man die Größe verändern. Hält man auf der anderen Seite und zieht, dreht man es. Also man dreht es sehr schön. Also so funktioniert das Ganze. Und jetzt kann man sich natürlich vorstellen, kann man die Maske auch schön verschieben auf die Augenhöhe. Muss ich gucken, dass ich... Na, kriege ich es hin? Also man muss immer in dem Viereck sich drehen. Ah, jetzt habe ich's. Ja, es ist ein bisschen schwierig, aber mit viel Geduld kriegt man ein schönes Bild hin. Na, komm schon. So, ich habe ja nicht viel Zeit, komm. So, ja, so ungefähr kann man es lassen. Man kann es jetzt auch noch größer machen. Machen wir es noch ein bisschen größer. Verschieben wir es noch ein bisschen mehr auf die Augen. Und man sieht, wenn man dann hier oben auf OK geht, und man sieht, dass dann das Ergebnis, wie das Bild dann rauskommt, so kommt das Bild dann raus. Ja, man kann auch ein bisschen so rumprobieren. Finde ich ganz witzig. Man kann auch noch die Opacity, also Opacity ist die Deckkraft runter und hochstellen. Und wenn man die Deckkraft ein bisschen runterstellt und drückt auf OK, dann sieht es nicht gleich so extrem hart aus. Na gut, man kann auch wieder löschen alles. So, jetzt ist alles wieder weg. Gut, das war die erste App. Das war ein Programm, das gibt's umsonst. Das nennt sich Movie Costume. Also könnt ihr ja mal ausprobieren. Halloween kommt bald. Macht ein Foto von euch, verändert das. Es ist witzig. Das nächste, was ich euch zeigen will, ist ein Spiel. Das nennt sich Sharpshooter. Ups, das war falsch rum. So. Marine Sharpshooter, besser gesagt. Und in Marine Sharpshooter ist es eigentlich so wie Sniper, nur es ist umsonst. Also man ist ein Scharfschütze, kann die Luft anhalten und schießt auf Gegner. Gibt auch eine kleine Story dazu, die kann man hier so wegdrücken, ja, machen wir Skip. Dann kann man hier so sich sein schönes Gewehr aussuchen durch Ding, also das hier oder das hier. Aber ich lasse jetzt einfach mal das. Das könnt ihr ja alles nachlesen. Wie gesagt, die App gibt's umsonst. Und ja, dann kann man sich hier jetzt sein Zielgebiet aussuchen. Ich nehme jetzt einfach mal hier das Zielgebiet und das ist die Ladefrequenz jetzt hier halt. Das ist der Ladebildschirm. Finde ich lustig gelöst mit diesem Zielfernrohr, das anvisiert und jetzt bin ich da. Also man kann hier jetzt schön... Am besten ist es immer, wenn ihr mit zwei Fingern spielt, ein Finger zielen, zielt ihr und hier ist der Abzug, wie man schön sieht und pam. Auf Wiedersehen. Jetzt schießen natürlich die... Und hier kann man natürlich die Luft anhalten. Wenn man natürlich... So, jetzt kann man die schön abknallen. Das war auch schon das ganze Spiel. Wie gesagt, Marine Sharpshooter für 0 Euro im App Store. Viele haben mich schon gefragt, so, das Level habe ich geschafft. Jetzt habe ich das geschafft. Gehe wieder zurück auf meine Ansichtskarte und kann das nächste wählen. Ja, so läuft das Spiel ab, die ganze Zeit. Also deswegen, weil es so monoton ist, wird es wahrscheinlich nie umsonst jetzt sein. Die Grafik erinnert ein bisschen an Delta Force 2 oder 3. Sagen wir Delta Force 2.
Ja, und ja, die schießen wieder alle. Aber wenn man richtig bescheißen will, spielt man mit zwei Fingern, weil wenn man mit dem Finger drauf ist, bewegt sich das Fadenkreuz nicht mehr. Kann schön alles abknallen, was da auf dem Dach und alles, was da alles ist. Die Mucke ist auch immer die ganze Zeit monoton. Entweder ist keine Mucke, oder wenn die schießen, dann ist natürlich ja, die Techno-Mucke am Laufen. Dumm, bitte, bum, bitte, bum. So, das war's schon wieder. Gut, das war's, soll es auch gewesen sein. Jetzt geht's wieder zurück und ihr könnt den nächsten wählen. Also wie viele Levels es gibt, habe ich noch nicht ausprobiert. Ich habe es einfach mal bis zu Level 2 gespielt und habe gedacht, ja, das stelle ich euch jetzt mal vor. Ja, jetzt machen wir weiter. Da kommen wir zu Magic Fighter. Wer alle Face Fighter, mein App Review gesehen hat, weiß jetzt so ungefähr, was vielleicht Magic Fighter ist. Ist sowas Ähnliches, nur Magic Fighter ist ein bisschen anders. Ist billiger, kostet nichts und sieht billiger auch aus. Gehen wir auf Easy. Und bei Magic Fighters geht es nicht um Handschläge, sondern ihr habt so Eis und Feuer und müsst abwechselnd auf diesen Gegner schießen hier. Ja, das ist das ganze Spiel. Ihr schießt auf diesen Endgegner und jetzt müsst ihr blocken. Und dann schießt ihr wieder und so immer abwechselnd drücken und blocken und schießen, blocken, schießen, blocken, schießen. Dann könnt ihr hier noch einen Zauber reindonnern. Hier könnt ihr oben noch einen Zauber reindonnern, einen Blitz, der zieht viel ab. Ja, und da könnt ihr euch durchkämpfen. Dann könnt ihr hier die Energie einsammeln, die hier vorbeifliegt. Das ist das ganze Spiel. Also, ziemlich billig. Ist ja auch umsonst. Also, wem es gefällt, kann es runterladen. Ich finde es ganz witzig. Ist ein. Ja, ist ein Ding. Ist ein. Jetzt habe ich zum Beispiel Mana genommen. Natürlich, Mana muss ich auch einsammeln und Blitz. Gut, und der Gegner müsste jetzt gleich platt sein. So, das war's. Schon habe ich den Gegner platt gemacht und der nächste Gegner kommt. Ah nee, ich habe zwei Runden gegen den Gegner zu bestehen. Ja, das war mal für, glaube ich, 1,50, aber ist jetzt umsonst zu haben. Weil es ja wirklich, ja, billig ist. Ja, okay. Gut, dann kommen wir schnell zum nächsten Spiel. Das nennt sich Zombie Powers Kids oder Kids Powers Zombie. Auch ein Spiel umsonst, wie alle Spiele, wo ich jetzt gerade vorgestellt habe, im Schnelldurchlauf. Das ist Kids Powers Zombie. Dann gehe ich gleich mal auf Continue Game, weil ich da schon in Level 4 bin. Was ist Kids Powers Zombies? Man hat hier diese kleinen Kinder hier. Einer kann mit einem Maschinengewehr abgehen, der andere mit einer Steinschleuder. Und das ist ein typisches Burg-Defense-Spiel. Ihr müsst eure Burg beschützen. Dann könnt ihr hier, der Typ hier kann Bomben schmeißen, Ballbomben, ein bisschen popelig, aber ja. Dann die Zombies verlieren auch ihre Köpfe, wenn man auf sie drauf schießt. Und natürlich ist es wie bei jedem Tower Defense, Burg Defense Spiel, man kann sich verbessern. Jetzt kann ich hier, ich habe 29 Dollar, kann ich hier ein Spotlight kaufen. Und man kann weiterspielen. Jetzt habe ich leider nur zwei, also es ist von Level zu Level anders. Und dann kann man hier oben auch noch, jetzt habe ich eine andere Munition. Nein, habe ich nicht. Naja, gut. Ja, wie man sieht, das ist das Spiel. Ist nicht so toll. Und ich glaube, ich kann auch noch, ich kann den anderen auch wählen. Okay, und kann schön Ballbomben und die machen dann. Sieht wirklich popelig aus, aber ist ja umsonst, also kann man sich ja mal angucken. Für die Sparfüchse, die nicht immer Geld ausgeben wollen, weil ich habe auch viele PNs gekriegt und oh, mach doch nicht immer Dinge, wo man welche kaufen muss. Aber ich finde halt, die besten Apps sind noch immer die für kaufen. Ja, dann das war's im Großen und Ganzen. Wie immer heißt es abonnieren, kommentieren und vielleicht mal einen Wunsch äußern, welches Spiel man gerne ein App-Review sehen würde. Schreibt mir eine PN. Vielleicht überlege ich mir und mache ein App-Review. Wie immer heißt es abonnieren, kommentieren. Ich freue mich. Ciao!